Hi, Simon und der Daniel von Games & Tables mal wieder hier. Und wir haben lange versprochen und werden es heute dann endlich mal einlösen. Und zwar machen wir mal wieder einen Spielbericht. Und zwar zu Star Wars Armada. Und zwar hast du deine Republik mitgebracht. Genau. Ich habe meine Separatisten selbstverständlich hier. Und wir schmeißen einfach mal die beiden Starterstaffeln gegeneinander, also die Starterflotten gegeneinander. Also, wir haben beide unsere Starter-Sets einfach nur genommen, ausgepackt und den Inhalt des Starter-Sets benutzt, um eine 250-Punkte-Liste zu schreiben, nach den dann normal geltenden Regeln. Genau. Das heißt, wir haben beide auch einen Commander mit dabei, wir haben ein paar Staffeln mit dabei, die nicht mehr als ein Drittel der Liste einnehmen, was schwierig ist mit dem Starter-Set. Okay, so gerade eben. Genau, so gerade eben. Wir spielen einfach eine Runde ohne Mission erstmal, einfach rumgeballert, mal schauen, was es so gibt. Auf dem kleinen Spielfeld allerdings, weil wir reduzierte Punktgröße spielen, nicht auf dem vollen 1,80x90, sondern auf 90x90 cm und dann auch nicht mit 6 Hindernissen, sondern mit 4. Und ja, versuchen dann einfach Schritt für Schritt so ein bisschen die Regeln auch dabei nochmal zu erklären, auch für uns selber. Wir müssen selber wieder reinkommen, lange Spielpause bei Armada. Deswegen Fehler sind nicht ausgeschlossen. Genau, Fehler sind nicht ausgeschlossen. Wer sie findet, darf sie gerne mitteilen, damit auch wir besser werden und das wieder in den Kopf kriegen, wie das alles nochmal funktioniert. Hier und da gibt es ja nochmal ein paar Sachen, die man gerne mal auch verwechselt oder vergisst. Aber ich denke, insgesamt haben wir vielleicht noch das eine oder andere ganz gut im Kopf. Doch die Grundregeln kriegen wir noch irgendwie auf die Reihe. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was das Ganze gibt. Hauen wir uns mal auf den Nuss. Jo. Auf ein gutes Spiel. Auf ein gutes Spiel. Ja, wir nehmen nur 4 Teile. Genau, wir nehmen nur 4 Teile bei dem kleinen Einführungsspiel. Und wir verzichten auf Missionsziele. Wir verzichten auf die Mission, einfach nur einmal stumpf ins Gesicht. Das heißt, wir müssen Hindernisse platzieren, einfach abwechselnd platzieren im neutralen Bereich. Wir haben eine Aufstellungszone, die ist Reichweite 3 tief, die komplette Breite. Mhm. Und jetzt platzieren wir abwechselnd Hindernisse. Und die müssen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, Range 1 bis 2 Abstand zueinander haben. Dass die Regeln vor dir liegen. Ja, ich gucke es gerade. Entfernung 3 zu Spielfeld. 3 zum Rändern und 1 zueinander. Alles klar. Falls nur mit den Starter-Sets gespielt wird, spiele mit 4 Hindernissen. Gut, da wir beide zufällig genau die gleiche Punktzahl von 248 haben, müssen wir einmal auslösen, wer anfängt. Nimmst du blau oder rot? Blau. Damit bist du. Ja. Hast du die Wahl, ob du erster Spieler bist? Ich habe die Wahl, dass ich erster Spieler sein möchte, weil ich habe, glaube ich, in Erinnerung, dass deine Schiffe schwarze Würfel haben. Nur weil sie schwarz sind. So, dann platzieren wir mal einen ersten Asteroid, einfach mal ganz unkonzentriert und unkompliziert mit dich im Spielfeld. Herzlichen Glückwunsch. Hier, Flankenschutz. Warte, jenseits Reichweite 1. 3 zu den Kanten, ne? 3 zu den Kanten. Auch das sieht nicht so ganz gut aus. Ja, das passt auf jeden Fall. Gut, erstes Schiff aufstellen. So, ich habe hier eine. Du kannst es dir halt jedes Mal aussuchen, ein Schiff oder 2 Staffeln. Du musst anfangen mit dem Schiff auf jeden Fall. Aber solange noch kein Schiff steht, darfst du keine Staffeln aufstellen. Ich stelle eine Munifizienzklasse, die Kampffregatte, einfach mal hier so mittig ins Spielfeld. Muss jetzt ja auch die Geschwindigkeit wählen, die das Ganze hat. Das hat Geschwindigkeit 2. Ist dein Flaggschiff? Ist mein Flaggschiff. Ist dein Flaggschiff. Mit Kraken an Bord. Ist das der Druide? Oder? Das ist der Druide, ja. Ah. Bei X-Wing sehr beliebt, bei Armada bin ich noch gespannt. Ein Acclimator 2, auch mein Flaggschiff mit General Kenobi. Geht nicht, du hast kein Grievous. Ne? Leider nicht, ist im Starter-Set nicht enthalten. Wir spielen nur mit den Inhalten der beiden Starter-Sets von Separatisten und der Republic. So, läuft die Kamera? Die läuft. Hm. Gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Mikrofon läuft. In Range 2 darf man Staffeln aufstellen. Staffeln? Wir kommen aus der Aufstellungszone raus. Wir müssen aber in Reichweite 2 zu einem Schiff stehen. Richtig. Deswegen auch gerade mit, das erste muss ein Schiff sein. Die Staffeln müssen auch nicht in der Aufstellungszone aufgestellt werden. Genau. Sie können, müssen einfach nur in Reichweite 1 bis 2 zu einem bereits aufgestellten Schiff platziert werden. Ja. Das ist die mit Titel, mit dem Radiant 7. Und mit Ersatzmunition an Bord. Ich hatte dir Zahlenmarker gegeben, müsstest du einfach eine 1 da drauf nehmen. Ja, wieder. Ah, da, ja, tatsächlich. Und Ersatzmunition hat die auch an Bord. Also ein Glückwunsch, hier sind mehr Staffeln. Toll. Ja, finde ich auch. So, da, hängen.
ganz viele Druidenjäger-Staffeln der Vulture-Klasse. So, dann haben wir Raumfrachter der Hardcell-Klasse. Ich glaube, wir haben beide genau gleich viele Aktivierungen. Genau, exakt alles gleich, genau. Es ist gerade gespiegelt, wir haben ein mittleres, zwei kleine Schiffe, wir haben beide vier Staffeln. Dann kommt es jetzt pur auf Skill an, ja? Könnte man so meinen. Mhm. Ein bisschen auf Würfel. Mhm. Komm, verteilen wir das Ganze mal. Oh Mann. Okay. Geschwindigkeiten hast du? Also bei mir fliegen alle mit Geschwindigkeit 2 erstmal. Ja, bei mir auch. Okay, sehr gut. Geht ein bisschen schneller. So, dann müssen wir die Kommandoräder planen. Entsprechend des Kommandowertes kriegt jedes Schiff Kommandoräder. Jede Runde wird davon ja dann eins aufgedeckt, um das entsprechende Kommando auszuführen. Und jetzt müssen wir zum Spielbeginn halt den kompletten Kommandowert erstmal planen. Das gilt für mich, für die Multifizienz. Ich muss 2 Stück planen, also für die erste und zweite Runde muss ich direkt das Kommando. Ja, ich muss den 3 Runden im Voraus planen. Wie ist das hier mit diesen Karten? Kriege ich jetzt ein blaues Token direkt drauf? Oder? Genau, das muss auch noch gemacht werden. Die Ausrüstungskarten, die auf der linken Seite einen blauen Balken haben, da musst du dann den entsprechenden Marker drauflegen. Ich lege hier zum Beispiel auf Runhako 2 Staffelmarker. Ja, dann lege ich mal auf die Ersatzmunition 5. Voll konzentrieren. Mhm. Und den 6., den ich nicht habe. Dann nimm so lange einen von mir. Sind hier noch welche? Nee, das sind alle. Hier, nimm es einen von mir. Gut, wir stellen fest, in der Starterbox ist nicht genug Material. Müssen es denn 5 Feuer konzentrieren sein? Ja, ne? 5 Feuer konzentrieren und hier muss auch noch einer drauf. Ja, gut, kriegst du lange einen von mir. Tada! Herzlichen Glückwunsch. Dann beginnen wir die erste Runde. Das heißt, wir sind direkt in der Schiffsphase. Ich möchte anfangen mit dem Raumfrachter hier. Der hat einen Feuerkonzentrieren-Befehl. Ich möchte den nicht ausführen, ich möchte mir stattdessen einen Befehlsmarker nehmen. So, lege ich mal hier aufs Schiff. Schießen kann ich nicht, ist nichts in Reichweite. Dann kommt Bewegung, das ist wichtig, ne? Bei einem Maler erst schießen, dann bewegen. So, ich habe auf Geschwindigkeit 2 in jedem Segment des Manövertools einen Klick zur Verfügung. Das heißt, ich kann entsprechend einen leichten Schwenk nach außen machen. So, das war auch schon die Aktivierung von dem. Cool. Dann mache ich den hier. So, der hat einen Navigieren-Befehl. Der nimmt einen Token. Der wirft eins von diesen Token hier ab und ich erschöpfe die Karte und darf dann dem eins rüberwerfen. In welcher Reichweite? 1 bis 5. Ja, das sollte locker passen. Ne? Schießen. Ich habe blaue Würfel. Wir sind uns einig. Nein. Ja. Geschwindigkeit 2. Das heißt, ich darf zweimal klicken. Aber ich glaube, ich fliege das so. Okay, dann mache ich die nächste Schiffsaktivierung hier auf meiner linken Seite. HCL mit Kampfausstattung hat ebenfalls ein Feuer konzentrieren, nimmt sich dafür ebenfalls den Marker. Die beiden haben nur einen Kommandowert von 1, das heißt, sie dürfen auch nur um einen Marker quasi speichern. So, in Reichweite ist nichts, aber ich muss auch noch, sobald ich Kommando aufdecke, meine schwenkbare Geschützbatterie ausrichten. Ich habe eine geschwenkbare Geschützbatterie. Ist nicht die optimale Ausrüstung für das Schiff, aber ich wollte es mal ausprobieren. Das heißt, ich will jetzt den vorderen Feuerbereich. Bedeutet, ich darf jetzt einen Würfel aus einer angrenzenden Hüllensektion vorne mit benutzen. Dafür verlieren aber meine beiden angrenzenden Hüllensektionen jeweils einen Würfel. Da die nur einen haben, kann ich jetzt also gerade nur noch nach vorne schießen. Oder nach hinten? Nach hinten habe ich eh keinen Beschuss. Ach so. Ja, das ist jetzt eine stumpf ausgerichtete Kanone. Und die hat Geschwindigkeit 2 auch noch drauf, das heißt, ich fliege jetzt hier einfach mal 2 geradeaus. Wie lange bleibt das liegen?
bis ich die Karte wieder auflade. Das heißt, die ist jetzt erschöpft und ich kann für einen voll konzentrierten Marker kann ich die wieder aufladen. Dann kommt der Marker zurück und mit meinem nächsten Kommando kann ich den neu ausrichten. Ja, das war die Aktivierung. Cool. Ich fliege mal mit dem Großen hier. Der navigiert sich ein, tauscht den auch gegen das Token. Hat Geschwindigkeit 2. Zieht einfach platt 2 vor. Mhm. Mit dem Großen. Ja, in diesem Spiel ist es das große Schiff, auch wenn es Maßstab mittelgroß ist. Ja, dann werde ich meine Munifizienz ausführen. Die hat einen Technikbefehl, nimmt sich dafür einen Technikmarker und will nichts in Reichweite haben, hat auch Geschwindigkeit 2. Das heißt, ich mache jetzt ein Manöver mit Geschwindigkeit 2. Da habe ich einen Klick im ersten Segment und 2 Klicks im zweiten sogar. Also das Ding kann ziemlich verrückte Manöver machen. Die Frage ist jetzt, welches verrückte Manöver möchte ich machen? Weil irgendwie gefällt mir nicht, was da auf mich zukommt. So gar nicht. Irgendwie habe ich das spontane Gefühl, vielleicht doch, ich hätte auf die Bremse treten sollen. Naja, und wenn du Pech hast, parkst du jetzt auch noch deine Jäger. Ja, das ist kein Problem. Also auf den beiden Jägern werde ich jetzt landen. Zack. Mache hier so einen kleinen seitlichen Schwenk. So. Das heißt, da ich jetzt auf diese Jäger drauf geflogen bin, darfst du diese Jäger irgendwo in Basiskontakt mit meiner Hinten. Wenig überraschend. Schwupp, da kommen sie dran. Okay, ich lasse mal den blauen Marker hier liegen. Ja, und dann mein letztes Schiff. Der navigiert sich auch mal ein. Dann Staffeln. 2 Staffeln darf man aktivieren. Aha. Meine haben Geschwindigkeit 4. Man darf ja aber auch nur auf kurze bis mittlere Reichweite Staffeln aktivieren. Das heißt, man sollte jetzt nicht zu weit fliegen. War das nicht der Staffelbefehl? Kurze bis mittlere Reichweite? Ja, richtig. Auf kurze bis mittlere Reichweite, genau, mit dem Staffelbefehl aktivieren. Ansonsten aktivieren sie sich immer. Wenn man die Staffeln aber in der Staffelphase aktiviert, dürfen sie nur schießen oder fliegen. Ja, beim Staffelbefehl dürfen sie also halt beides. Beides. Ja. Und nicht vergessen, Staffel ist Gelände egal. Abgesehen für Beschuss. Da ist es abgesehen für Beschuss, blockiert. Aber so jetzt ist den Gelände egal. Ja. Zack, mehr Staffeln nach vorne. Ja, wenig überraschend. Man könnte meinen, da kommt ein Staffelkonflikt auf uns zu. Ja, ne? Mhm. Mhm. Ja, das war, glaube ich, schon... Das war schon die erste Runde. Das heißt, wir nehmen diesen Marker zur Seite. Runde 2, wir drehen die Initiative. Jetzt ist erstmal Statusphase. Jetzt werden Aufwertungskarten, die keine Kosten haben, könnte man jetzt wieder hinstellen. Oder gut. Aufwertungskarten, die Kosten haben. Fertig. Initiative-Marker wird umgedreht, Rundenmarker wird weitergezogen und es geht von vorne los. Genau. Verteidigungsmarker wird man auch auffrischen jetzt, falls man welche benutzt hat. Aber da wir uns bisher noch kein Fratzengeballer geliefert haben. Das heißt, neues Kommandoplan. So, was muss ich denn jetzt, oder sollte ich jetzt als erstes aktivieren? Das ist jetzt gar nicht so einfach. Man darf ja zum Glück ein bisschen vorausmessen. Die sind schon in Range. Ich glaube, dann könnte ich überlegen, da anzufangen. Ich habe ein bisschen Schiss davor, was deine Staffeln veranstalten können, wenn du jetzt gleich einen Staffelbefehl machst. Was für einen Staffelwert hat denn der Große? 3. Mhm. Ich lasse es mal drauf ankommen. Ich aktiviere die Harzer hier drüben mit der Kampfausstattung. Das heißt, die hat einen Befehl navigieren. Jetzt erst einmal schießt die. Sie hat gerade vorne 4 rote Würfel. Das heißt, ich bin in der Reichweite. Sichtlinie zwischen den gelben Punkten ist natürlich auch alles in Ordnung. Ich schieße auf deinen Frontbereich. Ich bräuchte einen roten Würfel von dir. Das willst du doch gar nicht. Doch. Das
Habe ich so berechnet. Schauen wir mal, was passiert. Also, wir hätten, und das ist gar kein so schlechter Wurf tatsächlich für so eine Eröffnung. Du hast als Verteidigungsmarker, du kannst Schild, auf andere Schilder umlenken, du kannst ausweichen, was auf die lange Reichweite heißt, du negierst mir einen Würfel und du kannst Crit negieren. Ne? Crit-Effekt. Ja. Okay. Ich habe eine Zielerfassung, zwei Crits und einen Doppeltreffer. Ich möchte also mit der Zielerfassung definitiv dein Ausweichen negieren. Verstehe ich gar nicht. Das heißt, den darfst du jetzt nicht benutzen. Du kannst jetzt überlegen, ob du auf Schilde umlenkst und ob du auch zusätzlich noch deinen Crit negieren machst. Ich habe zwar zwei Crits, ich darf aber nur einmal den standardkritischen Effekt auslösen. Das besagt, die erste Schadenskarte, die du kriegen würdest, wäre dann offen. Ja, aber das würde nicht passieren. Denke ich auch. Weil ich lenke um. Mhm. Durch Obi-Wan Kenobi nehme ich dadurch jetzt einen Schaden einfach weg. Okay, also einen Schaden kriegst du weniger. Ja. Dann sind es noch drei. Genau. Das ist einfach seine Fähigkeit, immer wenn du umlenkst. Das ist seine Fähigkeit. Okay, cool. Dann nehme ich zwei hier rüber. Und einen in Front. Und einen wie ein Mann. Genau. Zack. Okay. Also wenn ich umlenke, wenn ich ein Spiel bereite. Ein Spiel bereite, das ist wichtig. Der muss grün sein. Okay. Also nochmal kann ich das mit diesem. Das ist das falsche Schiff. Nochmal kann ich das mit diesem Schiff nicht machen. Genau. Da ich einen Navigieren-Befehl gemacht habe, darf ich jetzt meine Geschwindigkeit verändern und zusätzlich einen Klick mehr machen. Ich habe aber nur, also ich habe auf Geschwindigkeit schon 1 schon zwei Klicks. Das heißt, ich kann jetzt auch diese zwei eigentlich machen. Natürlich steigst du in die Eisen. Ja, klar. Das macht doch gar keinen Sinn, jetzt noch näher an dich ranzufliegen. Du hast ja immerhin nur mittlere bis kurze Reichweite, oder kurze bis mittlere, so rumformuliert. Das heißt, bremsen! Anker auswerfen. Gut, das war diese Aktivierung. Ja, aber ich ziehe mit dem gegen. Der hat ein Feuer konzentrieren. Mhm. Der macht einen Tokentausch. Wann macht er den? Also er legt das Rad ab. Also er tauscht. Achso, okay. Gut, er gibt es nicht an den anderen ab, sondern er wirft seinen Token ab. Aus Ermangelung von Tokens lege ich jetzt mal kurz das Rad dahin. Achso, ich kann dir einfach noch einen geben. Oder du gibst mir einfach noch einen Token. Ja. So, also der macht einen Tokentausch. Dann. Erfreut er sich über keine vorhandene Reichweite? Das ist ja ärgerlich. Aber nicht ganz stur, zwei voraus. Ein bisschen zurück. Genau. Okay. Machen wir mal. Wo ist denn das noch instructed? Weil von Punkt zu Punkt. Also ist von Seite. Vorne nicht. Von vorne kann ich nicht mal, da bist du nicht im Feuerwinkel. Also die Munifizanz hat einen Staffelbefehl, den sie dann jetzt ja auch direkt abhandelt. Ich decke mein Kommando auf, dann nehme ich mir von Rune Harko noch einen Staffelmarker. Und dann darf ich jetzt mit dem Marker zusammen und dem Befehl insgesamt vier Staffeln aktivieren. So, alle in Range, das heißt dann flingen wir die mal. Zack. Die haben Speed 4. Komme ich eigentlich überall hin. Und dann möchte ich so, dass ich hier in Range 1 zu beiden bin. Oder nur zu dem einen. Nee, der möchte. Ach komm, der ist zu den ersten. Nein, der ist zu den beiden. Zu dem und deinem Named. Das reicht mir. Ja, die fliegen so ein bisschen Kreise, die haben genug Geschwindigkeit. Und ich schieße dann auf den hier, weil ist nicht verhinten verdeckt. Die haben einen blauen, einen schwarzen in der Basis. Aber weil ich sie mit dem Staffelbefehl aktiviert habe, darf ich einen Würfel hinzufügen, den ich bereits im Pool habe. Also nochmal blau oder schwarz. Ne? Genau, ich nehme noch einen schwarzen. Der macht mehr Schaden als der blaue. Und Verteidigungsmarke hast du keine, also brauche ich die Zielerfassung nicht. Das sind dann drei, denn kritische Treffer bringen nichts gegen Staffeln. Aber auch Staffeln verwenden keine kritischen Symbole erstmal. Ja. Ach, jetzt geht das wieder los.
Zack, zack, zack. So, der nächste fliegt mal näher rein, dass er den auch in Range hat, den hier außen. Feuert auf den gleichen und durch Schwarm darf er einen Würfel neu werfen. Dann würfel ich die Leerseite neu, aber die zwei Hits reichen schon. Drei Hits, dann ist der erste weg. Die nächste Staffel. Entschuldigung, schiebe ich zurück. Also ich wollte nur zu meinem Off-Range 1. So, weil der auch zu dem Range ist, habe ich ja wieder die Schwarmregel. Was ist denn die KI eigentlich? KI heißt, ich kriege einen extra Würfel, wenn ich mit einem Befehl aktiviere. Ah. Deshalb habe ich den zweiten schwarzen Würfel. Die haben Basis ja nur blau-schwarz. Den würfel ich neu. Dann sind das 3 Schaden. Und der letzte, vielleicht auch noch darüber, dass er hier auf Range 1 zu dem steht und macht das gleiche Spiel. Den neu würfeln, 2 Schaden. Und da gibt Ex einen Token aus, um die Schadenssumme um 1 zu reduzieren. Ja, dadurch lebt er noch. Ja. Aber das ist schon mal an sich ganz netter erster Angriff gewesen von den Staffeln. Jetzt das Schiff selber. Jetzt muss ich mal messen. Ich habe einen roten Würfel gegen Staffeln. Das heißt, ich könnte überlegen, mit meiner rechten Hüllensektion zu schießen. Wäre der eine zumindest nicht obstructed. Hätte ich eine kleine Chance, den vielleicht noch zu erschießen. Und gegen die anderen verliere ich halt jeweils einen Würfel, weil es verdeckt ist. Ich könnte aber auch hier 2 Würfel Front auf deine Front schießen. Ich glaube, das ist gar nicht so unklug. Ich schieße erstmal hier mit den 3 roten zur Seite auf deine Seitensektion. Aha. Ja. Hit, hit, crit. Warte mal, ich dürfte ein... Achso, das bringt mir aber nichts. Also mit Kraken dürfte ich jetzt einmal pro Aktivierung, wenn ich ein Schiff angreife mit dem Schiff und ein anderes Schiff von mir ist in kurzer bis mittlerer Reichweite, dürfte ich einen Würfel auf eine Seite drehen mit einem beliebigen Symbol und keinem anderen Symbol. Ich glaube nicht, dass ich auf die Doppelhit-Seite drehen kann, weil nee, dann weil ja ein zweites ja ein Symbol anderes ist. Symbol drauf. Ne? Genau, es ist zwar das gleiche Symbol, aber es ist halt trotzdem nicht nur ein Symbol drauf. Ja, ich nehme den Crit-Würfel raus und den 2 Schaden nehme ich dann. So, und dann mache ich den Angriff nach vorne auf deine Frontsektion. Hab dann nur 2 rote Würfel. Da ist jetzt nichts in Reichweite, weil es muss ein Schiff in Range sein. Das heißt, ich habe einfach nur 2 Hits. Ja, das lenke ich um. Also zu Deutsch nur ein. Und der eine geht hier zur Seite. Ja, dann muss ich jetzt noch fliegen. Leider. Leider, leider. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, das habe ich befürchtet. Die Frage ist, wie kann ich mich jetzt manövrieren, um vorzugsweise nicht in kurze Range zu kommen. Ich glaube, das könnte passen, wenn ich das so mache. Das geht nicht. Sehr knapp. Ja, komm, machen wir mit dem Schiff da einfach mal weiter. Ich habe Staffelbefehl. Ja, das habe ich befürchtet. Ja, ne? machen wir kurz und schmerzvoll. Er ist ja sowieso mit dem gebunden, deswegen. Ja. Also ich habe mit beiden gebunden. Ja, ich hab rot, blau, blau. Und ich kriege noch einen mehr. Nee, ich darf neu würfeln. Du hast einen neu würfeln, genau, weil der auch in Range 1 genau. ist. Oh, ich finde, das kann man auch so liegen lassen. Der ist zerstört. Ich benutze meine Reservehanger, weil eine
Staffel in Reichweite 1 bis 2 zerstört worden ist, darf ich sie einfach auf 2 Höhenpunkten wieder ins Spiel bringen. Dafür lege ich diese Karte ab. Und zwar in Entfernung 1 zu mir, nicht im Nahkampf. Krampf im Nahkampf. Alles wie immer. Alles wie immer. Der hier. Der da. Oh, das ist nicht grün. Der hat jetzt keinen Reroll, das heißt, das ist ein Schaden. Ja. Da, Tipp. Es hätte wahrscheinlich sehr Sinn gemacht, erst den hinten zu fliegen. Ja, der kommt dann jetzt nach vorne und beendet das. Ja, das reicht. Halten halt nicht viel aus, aber haben vorher gut aufgeteilt. Ich bin mit dem Trade-off zufrieden. So, the Schiff. Moment der Wahrheit. Nicht in Range. Aber nicht in kurzer Range. Ja. Trotzdem. Ordentlicher Beschuss. Ja, das ist 3 rot, 1 blau. Ja. Ja, ich gebe sein Feuerkonzentrieren-Token aus. Okay, das kannst du durch. Die Klonbordschützen. Okay, die erlauben dir, dass ich nur bei einem feuerkonzentrierten Befehl tun darf. Und damit hat sich das schon wieder erledigt. ja. Genau, es ist erkennbar, weil bei deiner Ausrüstungskarte steht am Anfang dieses feuerkonzentrierende Symbol im Doppelpunkt. Also nur während du den Befehl ausführst, sei es durch Token oder Kommandorad, kannst du den Effekt nutzen. Ja, Front auf Front. 4 Tück. 4 Tück? 4 Tück. Okay, ich möchte zurückschießen. Ich möchte halbieren. Und weil sonst keine Angriffe von dir mehr kommen, möchte ich das auch umlenken. Ja, dann mach das doch. Okay, also. 2 Schaden gehen dann einfach mal auf den linken Sektor. Möchte ich das links oder rechts? Doch, ich möchte das links machen. Dahin. Und ich darf zurückschießen. Ich habe 2 rote Würfel in meiner Heckbewaffnung, die nutze ich jetzt für den Gegenangriff. Ja, mach doch. Ja, mache ich auch. 4 Hits. Ja, klar. Alles wie immer. Ja, für die, die es nicht sofort verstanden haben, diese Seite ist sehr gut auf dem roten Würfel, weil sie ist nur ein einziges Mal auf dem Würfel drauf, um 2 Schaden zu machen. Ist okay. Toll, super. Ja. Mhm. Halbier ich. Okay. Ja, wieso? Ist doch, wir haben uns beide 2 Schaden gemacht. Ich finde es einen fairen Tausch. Ja, klar. Aber es ist, nee, es ist vollkommen okay. So, du hast immer noch Geschwindigkeit 2, ne? Ja, ist richtig. Ja, dann. Ich nehme den mal weg. Passt nicht. Doch, passt, aber nur mit dem Modell halt nicht. Das heißt, ich nehme meins mal. Bin ich nicht ans Rad gestoßen? Nee, du bist an mein Modell gestoßen. Ja, da. Ja, aber da stoße ich ans Rad. Ah, okay. Dann tatsächlich. Kriegen wir beide eine Schadenskarte. Und zwar eine offene, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist eine gute Frage. Nee, verdeckte Schadenskarte. Oh. Plus Schilder. Das kommt da. Gut, der darf. Der hat hier auch navigieren. Erstmal schießen. Das ist Range 3. Dann schießt er mit 2 ganzen roten Würfeln nach vorne. Ist Doppelhit. Ich möchte für den Marker die Leerseite neu würfeln. Doppelhit und Crit. Lenke ich um. Dadurch kriege ich nur 2. Die nehme ich darüber. Okay. Zweiten Angriff habe ich nichts in Reichweite. Dann navigieren, habe ich ja den Befehl. Ja, mache ich. Also, mir reicht der Klick aus. Ich mache mal dieses Manöver. Mal gucken, ob mir das auch was bringt. Ich mache Feuer konzentrieren mit dem Schiff. Bin ich sehr gespannt, ob du den schwarzen Würfel kriegst oder nicht. Ich behaupte mal nicht. Nee. Hui. Ja, pff, dann nehme ich halt noch einen blauen dazu fürs Rad, meine Fresse.
Du darfst sogar, also kriegst jetzt eh nur einen blauen, genau, das war Feuer konzentrieren, Kommando, Rad. Mhm. Nach dem Werfen der Würfel darfst du halt einen Würfel noch dazu werfen von einer Farbe, die du bereits geworfen hast. Deshalb kannst du es alles zusammenwerfen, weil hast ja nur blau. Füge deinem Angriffspool einen Würfel hinzu, der bereits in der Farbe vorhanden ist. Ja. Ja, aber das ist ja nicht nachher dazu werfen, sondern beim Zusammen. Doch, weil das Modifizieren nach dem initialen Wurf kommt. Ja. Klatsch. Okay, ich habe diese drei Verteilungsmarker. Welchen möchtest du mir verhindern? Das Umlenken. Das Umlenken möchtest du. Das Umlenken. Okay, dann könnte ich dich jetzt zwingen, einen neu zu würfeln. War das Halbieren abrunden oder Halbieren aufrunden? Abrunden. Aber es sind da eh nur zwei Schaden. Ja, aber ich kann ja jetzt eigentlich neu würfeln lassen, weil wir auf mittlere Reichweite sind. Ja, aber du kannst nicht auf 0. Einen Schaden kriegst du. Minimum 1. Okay, also ist Halbieren aufrunden. Bis zu einem Minimum von 1. Okay, gut, ja, dann kann ich auch einfach direkt halbieren. Dann ja, kriege ich den in der rechten Seite, habe ich eh nur ein Schild. Ach ja. Ja, guck mal, wollen wir uns nochmal ein paar Schadenskarten geben? Weiß ich nicht. Warte mal. Ich klicke dir mal kurz hier ein bisschen. Knick. Ja, ich denke schon. Ja. Oh, ne, guck mal, kriegen wir hier beide auch eine. Irgendwie kannst du nicht so richtig fliegen. Oh, das ist Teil meines genialen Plans. Ach so, okay. Hm? Das Spiel Gaslands gespielt wurde. Damit hätten wir alles aktiviert. Wie die zu den Ulzberg damals. Hey Daniel, du bist wieder im Spiel. So, dann drehen wir alle Tokens wieder auf grün. Gut. Zug 3. Ja. Es ist echt schwierig, was ich jetzt zuerst aktiviere. Muss ich wirklich so sagen. Ich nehme mein großes Schiff, glaube ich, tatsächlich. Ich muss mal Schadenskarte für Ram. So, der hat einen Staffelbefehl. Aha. Ich brauche den Marker von Rune Harko jetzt nicht, weil ich habe eh nur noch drei Staffeln. Das heißt, den führen wir direkt als erstes aus. Ich nehme diese Staffel, die Geschwindigkeit 4 fliegen kann. Also im Grunde beliebig. Die fliegt dann mal so. Dann sollte die in Range 1 zu allen sein. Und schießt auf deine bereits beschädigte Staffel. Jo. Bekanntes Spiel, nimmt sich den Schwarzen dazu. Das sind drei Treffer. Dann nehmen wir. So, Staffeln im Nahkampf dürfen sich gar nicht bewegen, ne? Auch nicht innerhalb des Nahkampfs. Kann sich nicht bewegen. Ja. Tja, ist ja ehrlich. Das heißt, dann brauche ich nicht gerade groß rumgucken. Dann schießt der auf den. Aha. Darf den neu würfeln. Dann sind es zwei Treffer. Ja, nehme ich. Und der andere schießt hinterher wahrscheinlich. Nee, ist ja zu weit weg. Der schießt es aber auf deinen namhaften Tünnis. Ich würfel den hier neu. Das sind drei Treffer. Ja, nehme ich auch. Komm. Ist alles. Das sind Klone. Brüte ich neu aus. So, dann kurz die Activation Slider verschieben. Zack. Ja, und dann räumen sich die Schiffe wieder. Erstmal schießt jetzt mein Schiff noch. Ich kann es ja auch noch. Mhm. Ich nehme erstmal Front auf Front. Das ist unkompliziert. Das ist auch unfassbar harmlos. Ne? Zwei Leerseiten, zwei Zielerfassungen. Also du darfst zwei Marken nicht nutzen. Zurück. Dann du darfst den nicht benutzen. Ich habe zwei Zielerfassungen, die kann ich ja noch verwenden. Also ja, dann nicht. Ne? Du darfst nicht zurückschießen und du darfst auch nicht umlenken. Gut, hätten wir das. Dann habe ich noch einen zweiten Schuss und ich glaube, da nehme ich wieder mal eine Seitenbewaffnung, die ich hier erstaunlich gut finde mit drei Roten gerade in diesem Match. Und schieße hier rechts auf den. Seite auf Seite? Nee, auf die Front. Ja, macht auch. Nach links wäre obstructed, das gefällt mir nicht so sehr. Wobei der hatte auch keine Schilde mehr. Mach doch, hit me. Ach, ja. Hit ja, me. Schieß auf den. Ich darf einen auf eine Seite drehen wegen Kraken, weil da drüben steht ja ein befreundetes Schiff. Ja. Du hast so ein hässliches Ausweichen. Das mal einen wegnehmen, halbieren, was auch immer. Umlenken reich. Ja, können sind.
du dir auf, dann machst du dich mal einfach drei Hits. Hab ich in der Front überhaupt noch Schilde? Zwei, ja. Okay. Du hast dann alles zur Seite gelenkt. Ja, dann lenke ich das um. Mhm. Und nehme auch noch einen raus. Mhm. Also bleibt effektiv nur noch einer liegen, weil Obi-Wan. Genau. Ein Schaden, ja. So, jetzt muss ich noch fliegen, ne? Mhm. Wollen wir uns einfach beide eine Schadenskarte nehmen? Die Möglichkeit mit Geschwindigkeit 2 besteht, dass ich nicht da wegkomme. Ich glaube, ein Anker auswerfen, das wird nichts. Also selbst damit komme ich nicht weg. Nee, das heißt, ich werde aber wahrscheinlich, wenn ich eine Kurve mache, bleiben wir wirklich so stehen, wenn ich geradeaus fliege. Nee, passt auch nicht. Du hast vorhin genau die 1 geradeaus, ne? Jo. Ja, dann bleiben wir stehen, kriegen beide eine Schadenskarte. Wir stehen jetzt genau in Abstand 1 zueinander. Ja, dann aktiviere ich doch mal den Großen. Hey, ich habe einen Feuerkatzen-Thermophil. Ja, das habe ich befürchtet. Guck mal, dann nehme ich hier einen roten und ein Bild, zwei rote und einen blauen und zwei schwarze. Und dann nehme ich hier auch noch meinen Klon-Commander und gebe seinen feuerkonzentrierten Token aus. Das mache ich dann aus deinem Vorrat, mhm, wodurch ich dann automatisch fix so einen habe. Mhm. Dann schießen wir doch mal. Guck mal, dann würfeln wir hier noch so einen dazu. Fürs Feuer konzentrieren. Das ist ein böser Angriff. So, dann sind das zwei davon. Das da, guck mal, den hier gebe ich auch noch aus. Klatsch. So, das war einer von meinen. Du müsstest 5 von deinen noch haben. Egal. Ich finde, das kann man so liegen lassen. Ja, dann blockiere ich die Umlenken und Halbieren. Dann kriegst du insgesamt 8 Schaden. Und die erstmal löse ich einen Crit-Effekt aus. Die beiden Seiten kriegen jeweils einen Schaden. Ich habe Angriffserschütterungsraketen dabei. Für den Schwarzen. Die beiden Seiten kriegen jeweils einen Schaden. Die beiden Seiten kriegen einen Schaden. So, und dann kriegt die Front noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ja, dann kriege ich da 4 auf die Schilde. 3 gehen durch. Dann habe ich noch ein Leben. Ja, und dann haben wir uns jetzt wieder. Ja, aber erstmal mache ich hier, weil ich darf den Berker, darf ich ja noch benutzen. Den darfst du. Schieß nochmal zurück mit 2 Würfeln. Schieß nochmal zurück. Kawabanga! Blanks, cool. Darf ich auf einen Rückschuss machen? Nein. Schade. Ja, wir rammen uns, wir kriegen beide eine Schadenskarte. Und damit platzt du, glaube ich, ne? Und damit ist mein Schiff zerstört. Das ist ein großes Schiff auf kurze Reichweite. Aua! Guck mal, jetzt kann ich mich wieder frei bewegen. Ja, ja. Also, Mimimi ganz viel. Und schon sieht's anders aus. Ja, ärgerlich, hätte er jetzt überlebt, hätte ich nächste Runde nämlich schon reparieren können. Aber das war ein heftig starker Angriff mit vielen. War auch ein unverschämter Wurf, auf jeden Fall. Du bist dran. Hm? Du musst. Genau, fliegen wir nicht, weil wir uns gerannt haben. Bin geflogen, genau. Okay. Ja, ich nehme mal den hier. Navigieren. Ja, ich fürchte. Ich brauche so einen roten Würfel von dir. Ich denke, der raucht aber jetzt mal einen da weg. Quatsch. Wir haben nur also 2 Höhenpunkte. 2 noch? Das ist der hier. Ah, der, genau. Ja, versuchen wir es. Oh. Ja. Du siehst mein Dilemma. Aber ich kann ja noch, ich habe einen vollkonzentrierten Marker, einen neu würfeln. Ich glaube, das mache ich auch. Ich brauche keine 3 Zielerfassung. Leerseite brauche ich aber auch nicht. Ja, dann blockiere ich dir dein Umlenken und dein Ausweichen und du kriegst einen Schaden auf die Front, die keine Schilde mehr doch ein Schild noch hat. Cool, dann gebe ich trotzdem den Crit-Verhinderungstoken aus, der durch die reaktiven Geschütze zu einem Schieß zurück wird. Hm, okay. Du hast hinten einen blauen. Hit. Den nehme ich. So. Zur Seite habe ich nichts, dann muss ich noch fliegen. Das ist jetzt nicht einfach. Wenn ich den mache und den mache, dann wird das da angelegt. Nee, Quatsch, wird da angelegt. Doch, so wird das ja angelegt dann. Ja. Dann werde ich ja da eingepackt. Ja. Du kannst trotzdem mit 2 Winkeln schießen, das gefällt mir nicht. Ich glaube, dann bleibe ich auf der kleinen Geschwindigkeit. Und kannst auch mit 2 Winkeln schießen. Das ist alles kacke. Weil, wenn ich jetzt stehen bleibe, dann schießt du nicht mit 2 Winkeln.
Das schaffe ich, wenn ich dieses Manöver mache. Dann kriegen wir beide eine Schadenskarte. Ja, das ist für mich erstmal okay, glaube ich. Vielleicht platze ich dann wieder, aber erstmal ist das für mich okay. Also ich kann mich nicht platzieren. Ja. Kriegen wir beide eine Schadenskarte. Was soll ich denn jetzt mit drei Würfeln anrichten? Komm, ich aktiviere den dann mal. Guck mal, ich habe vorher konzentriert. Ja, ist kurz, definitiv. Aber die Seite. Warte. Spielen wir Casual? Muss ich einen Laser holen? Ich fürchte. Ja. Zählt die Pappe oder die Base? Pappe. Dann nicht. Aha. Dann nicht. Tja, sehr ehrlich. Ja, dann habe ich wohl nur zwei blaue und einen schwarzen. Auf Front. Komm, ich würfel mal noch einen hiervon dazu. Ja. Das sind dann fünf Stück gesamt. Ich halbiere und lenk um. Cool. Das so kein Crit ausführen, glaube ich. Weil es bleiben drei übrig. Hm. So viele Schilder habe ich hier auch noch zur Verfügung. Cool. Schub. Ich höre dich jetzt aber nicht ran, weil dann ist mein Schiff weg. It's all part of the plan. Aha. Aus diesem Grunde mache ich das patentierte Ich bin da mal weg Manöver. Ne? Ist okay. Dann habe ich da hinten noch eine Hardcell, die auch einen Navigieren-Befehl macht. Erst einmal schießen. Und zwar hat die blauen Würfel gegen Staffeln, das lohnt sich auch gar nicht. Aber auf das große Schiff schießen lohnt sich auch. Sieht aber auch dein kleines Schiff nicht. Also sind sowieso die Optionen sehr gering. Ich glaube, dann schieße ich dir mal da in die Seite. Aha. Mit zwei roten. Aha. Mhm. Aha. Also nach dem einen Ausnahmewurf kam gar nichts mehr bei mir. Und ich schieße mal da in die Seite. Also in deine Front von meiner Seite mit einem blauen Würfel. Hey, ein Damage. Wofür was? Hier, Seite auf deine Front. Cool, habe ich da noch Schilde? Ja. Ach ja, dann muss ich da so in die Schilde nehmen, ne? Jetzt habe ich wahrscheinlich keine mehr. Doch. Doch, immer noch eins. Ha! Ja, ich habe ja erst einmal auf den geschossen. Das war jetzt das zweite Mal. Republika FTW. Ja. Ne? Was dagegen, wenn ich das jetzt einfach mal von oben mache? Weil der wird eh neu platziert. Nee, da bis dahin kommst du gar nicht. Hä? Du hast Geschwindigkeit 2. Entschuldigung, ich drehe den hoch. Ich habe ja einen Navigierbefehl. Also ich habe mit 3 geplant. Jetzt geht's, ne? Dann nehmen wir den einmal weg. Aha. So. Da so hin. Lass du da neu platzieren. Ja, komm. Scheiß drauf. Sieg oder Tod. Ich bin für Option 2. Ja, in deinem Fall. Oder? Ja, dann ist das Schiff da ist noch dran. Der hat noch. Mhm. Ich habe vorher ganz schnell bewegt. Aus dem Frontwinkel bist du jetzt gerade abgehauen, ne? Ja, zum Glück. Mhm, Feigling. Ja, weil ich mich auch so gerne deinen schwarzen Würfeln stelle. Dann machen wir aus dem Frontwinkel mit zwei blauen jeweils einfach Antiflugabwehr. Für den da ein. Und für den anderen auch ein. Hey, das lohnt sich ja richtig. Und dann aus diesem Winkel schieße ich dir in den Wash. Was? Ja, guck mal, da hit hit. Würfel ich noch einen dazu, weil ich ihn vorher konzentrieren habe, aber der war blank. Schön. Halbier ich? Ja, verlierst du wohl ein Schild. Lenk ich um. Ja, verlierst du wohl kein Schild. Ah ne, lenk ich nicht um. Verlierst du wohl ein Schild. Wenn du es alle hinten. Ich dachte, ich hätte rechts noch ein Schild, aber habe ich nicht. Nee, da war ich schon fleißig. Aber egal, hinten habe ich ja zwei, jetzt noch ein Schild. Ja, toll. Ja, warte, wir können ja markieren. Es gibt ja hier diese. Ja, markier mal. Ja, dann zack. Wir spielen ja Casual, ist ja okay. So, schwupp. Mm.
So, guck mal, ich habe noch eine Staffelphase. Ja. Geil. Leider richtig. Dann. Ist es realistisch, dass die kleinen Staffeln so großen Schiffen Schaden zufügen? Jägerstaffeln nicht so sehr, aber können auch Schaden machen. Bomberstaffeln schon eher, die haben bessere Bewaffnung da. Okay, aber das sind jetzt beides Jäger. Das sind jetzt alles Jäger. Der schießt auf die. Die machen dann im Schnitt vielleicht einen Schaden. Zwei Stück. Auf wen? Von da nach da. Von da nach da, ja, dann ist der kaputt. Ja, und der andere, und der schießt auf den. Mhm. Nichts. Cool. Nee. Doch, doch. Nee. Doch, doch. Nee. Er hätte es gerne anders gehabt. Das glaube ich dir, aber nee, ist nicht. Gut. Runde 4. So, ich muss nicht mehr ganz so viel planen, das macht es auch leichter. Ja, bei mir steigt jetzt ein Schiff auch aus der Planung aus. So, ich muss anfangen, ne? Ich fürchte. Oder warte mal. Ich fürchte, ja. Erstmal fülle ich hier meine Verteidigungsmarke wieder. Ach ja, stimmt, gut, also das. Ich glaube, die brauche ich noch. Ja, von dem Schiff nicht mehr. Von dem? Oder von dem? Von dem Munifizent, ja, die. Nee, brauchst du nicht mehr. Die brauche ich gar nicht mehr. Sie nicht gelohnt, das Ding. Staffelbefehl habe ich hier auf dieser HZ. Verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, das ist Staffel 2. Aha. So, ist aber alles gebunden. Aha. Bringt also mäßig viel. Ich nehme diesen Oink. Aha. Und schieße auf diesen Oink. Aha. Das heißt, ich habe blau-schwarz. Ich kriege noch einen durch den Staffelbefehl und muss einen abgeben wegen... Also blau-schwarz. Ich überlege gerade, ob ich doppelblau nehme. Oder das blau-blau. Ist Obi-Wan nur für Schiffe oder für Staffeln? Mhm. Schiff. Okay, und dein... Ah ne, das ist ja eh kaum umlenken. Axe, die Fähigkeit auch für ihn selber? Ne, für andere nur, oder? Eine andere befreundete Staffel. Okay. Ja, dann schießt du jetzt einfach auf Axe und dann tatsächlich nehme ich einfach schwarz-schwarz. Mhm. Ja, mal. Doppelblank. Ein Hit. Cool. Ja, nehme ich. Hat er noch einen Lebenspunkt. Und der andere schießt auch auf den. Verstehe ich gar nicht. Achso, warte mal, ich durfte den Blank neu würfeln wegen Schwarm. Ja, dann halbiere ich das jetzt. Genau, waren zwei Schaden, halbiere ich das. Der schießt auch auf den. Es ist nicht obstructed. Und ich darf einen neu würfeln. Zwei. Hey, wenigstens staffelholend im Moment noch. Das Schiff selber kann nach vorne schießen. Mit zwei roten, einem blauen. Tut es auch. Auf deine Seite. Eine Staffel wird nur aktiviert, wenn ein größeres Schiff, was nebendran ist, einen Staffelbefehl. Oder nachdem alle Schiffe dran waren in der Staffelphase. Genau. Okay. Aber dann darf es nur fliegen oder schießen. Ja, das kleine Fähnchen darunter zeigt halt an, welche schon aktiviert sind. Jo. Drei jetzt auf den großen. Was hast du? Hast du auf den Arsch? Nach den ganzen Blanks darf ich auch mal wieder Hits würfeln. General Kenobi. Mhm. Also ich lenke das um und es wird einer weniger. Okay. Also ein Zweischaden hinten drauf? Ja. Okay. Und der zweite Angriff dann nach links aus der Seite auf deine Staffel. Aha. Ein Blau. Nix. Gut. So, dann darf ich noch fliegen mit Geschwindigkeit 3. Das wird sehr eng mit dem Mandalorian. Ja, das wird ganz eng, aber wenn du so fliegen willst. Ich versuch's einfach. Halt mal fest. 3, ja? 3. Doch, das passt. Hier muss noch ein bisschen hoch. Ja. So. So. Bin ich in deiner Seite zwar, dort kannst du mir voll in den Heck schießen, ins Heck schießen, aber. Naja, lässt sich nicht verhindern. Na, guck mal, dann mach ich mit dem Schiff doch mal weiter. Also, ich hab meinen Fall konzentrieren. Ne? Mhm. Dann schieße ich erstmal mit der Front in das Heck. Quatsch, mit seiner Seite in dein Heck. Mhm. So. Mhm. Gabisch, ja, ne? Gut. Ich erschöpfe Klon-Captain, zack. Um dem Pool noch einen Würfel hinzuzufügen, der sowieso schon da ist. Okay. Das ist ein sympathischer Wurf. Nee, geht so. Was ist denn so irgendwas? Ich
das noch dein Kommandorat. Stimmt. Drei Stück? Drei Stück. Ja, halbiere ich auf 2. Ja. Und lenke einen Teil um. Dann verliere ich hinten ein Schild und in der Seite ein Schild. Und nach vorne raus schieße ich mit der Anti-Staffel-Bewaffnung. Was hat er denn als Anti-Staffel? Schwarz-Blau. Okay. Direkt voraus. 2 Stück. Okay. Der andere ist, glaube ich... Für den da hinten reicht, glaube ich, nur der blaue, ne? Nix. Gut. Fliegen. Oh ja. Mach ich gerade. Catch. Tja, Mangelsaktion muss ich den einen aktivieren. Schuss hat er nicht. Schuss hat er nicht, weil das nach vorne ausgerichtet ist. Er macht jetzt auch Navigieren. Jetzt überlege ich, werde ich schneller? Könnte ich mit dem Hindernis vielleicht kollidieren, das wäre uncool. Ich glaube, ich bleibe auf der Geschwindigkeit und nehme einfach wieder den extra Klick, weil hätte ich auch nicht gebraucht. Nee, dann kann ich auch einen Navigieren-Token nehmen. Oder aufs Schiff drauf, macht mehr Sinn. Und dann mache ich ein ganz ruhiges, langsames Einsammanöver mit 2 Klicks. Viel tun können die gar nicht mehr. Du hast auch noch volle Schilder auf der Seite. Na, den großen kriege ich sowieso nicht platt, glaube ich. Ja, mal gucken. Aktiviere ich den kurzen da. Der hat einen Reparierbefehl. 2 Technikpunkte. Du darfst ein Schild wieder herstellen. Ja, mach ich auch. Dann schießt hier. Da hast du keine Schilder mehr, ne? Ja, richtig. Gut, sehr schön. Dann schießt hier. Nichts. Nichts. Ja. Cool. Ja, kannst du. Ja, aber nur Heck auf. Nee, wenn du gerade misst, kannst du sogar die Seite auf meine Front schießen. Ja, habe ich jetzt gerade erst gesehen. Und da ist 0 oder? 1. 1. Ja, dann schießt Heck nach da und Seite auf Front. Okay. Was machst du zuerst? Ist kurze Reichweite. Machen wir erstmal Heck auf Seite. Okay. Cool. Jo. Ein Creed. Auf Front war das, ne? Denke ich um. Du darfst nicht unbedingt, ich bin kein Schild mehr da. Natürlich kann ich ja nochmal. So, weil ich links auch nichts habe, packe ich es dann nach rechts. Ja, Platz machen, da kommt ja was. Ja, flieg dich selber kaputt. Bin ich voll für. Ja, und der darf auch noch den Feuer konzentrieren. Ne, ein Schattenbefehl. Cool. Ich schieße dann mal auf die Staffel da. Ein. Lebt er noch? Ja, das Schiff schießt mit seiner Anti-Staffel-Bewaffnung vorne raus. Tot. Und den anderen ist nicht drin. Er schießt das auf den schießen? Ja, das kann ich aus der Seite mit seiner Anti-Staffel-Bewaffnung schießen. Ja, muss einen wegtun dann, wegen Hindernis. Tot. Ja. Schade. Ah. Ja, ich werde ziemlich zerlegt. Ja. Runde 5. Staffelphase überspringen wir, genau. Ich gebe hier das Token aus, um 6 Spiel bereit zu machen. Ich gebe hier das Token aus, um den Spiel bereit zu machen. Ich muss den großen nicht mehr planen. Ja, ich muss anfangen auch noch. Feuer konzentrieren. Welcher von den beiden ist das? Ja. Ah. So, der kann aber hier leider nicht. Das heißt, der kann nur seinen 4-Würfel-Angriff auf deine Seite hier kabemsen. Ja, dann mach das doch mal. Mach ich auch. Ja. Mach ich auch. Ja, mach das doch. So, ich darf ja einen dann dazu werfen. Ich kann eh nichts neu. Doch, nee, Kraken ist ja nicht mehr da. Dann werfe ich jetzt einfach den quasi neu als dazu für das Kommandorad. Dann sind das 5.
Schilde? Ja. Wie viele? Zwei. Ja. Dann halbiere ich das und lenke es um. Dadurch gehen dann insgesamt 3 Schaden weg und einer geht dann nach vorne. Okay. Zwei auf die Seite. Zack, zack. Ne, 5 Schaden werden halbiert, werden zu 3. Obi-Wan nimmt noch einen weg. Ach ja. Und dann jeweils ein. Shit. Ja, da mache ich nicht so viel. Also der ist eine Wucht. Aber ich bin auch zu schnell geflogen. Dadurch bin ich zu schnell in der kurzen Reichweite gewesen und konnte hier nicht ausweichen. Das war blöd von mir. Gut, ich muss noch fliegen. Hilft alles nichts. Der ist auf Geschwindigkeit 1. Und ich drehe das mal hier ein bisschen rum. Ich versuche es jetzt einfach, aber ich glaube, ich treffe das Hindernis. Jo, Treffer. Ja. Schadenskarte ist das, glaube ich. Offene Schadenskarte. Offen? Offen. Der ist nämlich Trümmerwand geschlossen. Dann 2 Schaden auf eine beliebige Zone. Ja. Lege alle deine Kommandomarker ab. Du kannst keine Kommandomarker haben. Oh nein. Ja, jetzt spielst du ja auch fast durch, ne? Plus, ich kann jetzt meine Geschütze nicht mehr erschwenken, aber das hätte ich eh nie vorgehabt. Ja. Ich kann den großen noch nicht aktivieren. Doch. Nein, doch. Der fliegt dann nämlich was über den Haufen. Gut. Aktiviere erstmal den da hinten. Der hat einen Navigierenbefehl. Feigling. Der tritt mal das Gaspit, nutzt den, um das Gaspedal durchzutreten. Aber vorher schießt er nochmal. Ja, ist in Range, ist in mittlerer Reichweite. Sind beide Sektionen, ne? Nee. Also nicht auf die Front zumindest. Nee. Die hintere könnte höchstens hier auf die Seite schießen. Ja, da schießt Tech auf Seite. Da müssen wir mal kurz gucken, was da die Range ist. Nicht zum Punkt, zur Pappe. Ja, ja, Pappe zu Pappe, aber ja, passt. Also ich komme halt nicht weiter rüber. Hey! Cool. Und die Seite. Hey, ein Treffer! In die Front. In die Front, ein Treffer? Ein Treffer in die Front. War mittlere Range, ne? Ja. Ja, da kommt noch was. Ja, dann kriege ich halt einen Schaden. Ist das Crit? Nein, das ist nicht Crit. Nein, das ist ein ganz normaler. Einfach ein Schaden. Tück, 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 tück. Ja, ich muss dann jetzt auch, ne? Da verzieht er sich. Dieser Feigling. Ja, ich muss die zweite Razzia aktivieren. Die hat hier so ein Navigieren, damit sie nicht auch noch irgendwo reinkollidiert. Ja, die kommt ja wenigstens weg von dem Großen. Ja, ja, ja. Legen Sie das. Ich schieß dir ins Heck mit dem einen blauen Würfel, den ich in meiner Seite habe. Ja, mach doch. Mach ich auch. Ja, mach doch. Ist okay. Ja! Zurück! Ja, warte mal. Nee, die kannst du blockieren. Das ist der eine, den ich blockieren kann. Du hättest die anderen noch auffrischen können, ne? Nee, die sind schon wieder verbraucht. Ach stimmt, die habe ich ja beschossen, ja. Ich muss definitiv meine Geschwindigkeit reduzieren. Geht auf 0, da hast du keine Tokens mehr. Nee, ich bin auf 3. So schnell kann ich leider nicht auf 0. So gern ich würde. Und ich glaube. Ah, doch, das passt. Ja, dann fliege ich jetzt hier einfach da so hin. Ja, der Große. Er hat einen Reparierenbefehl. Ja. Technik 4. Wirft er erstmal eine Karte weg. Und darf noch ein Schild dann umlenken. So. Und dann schießt der mit 2 Roten in die Front von deinem... In die Front da. Ja. Und weil ich Zack habe, nehme ich noch einen roten dazu. Was um den roten entführt. Ja. Ich brauchte den öfter dazu. Cool. Durch was hast du den roten dazu gekriegt? Durch ihn hier. Ich kann, wenn ich von der Seite oder aus dem Heck angreife, kann ich einen Angriffspool, einen Würfel in meinen Pool zufügen, der schon da ist in der Farbe. Ich blockiere dir das. Ist das nicht nur. Ah ne, das war nicht wegen Stadtwürfel, okay. Ja. Du blockierst mir das... Umlenken. Okay, ich weich dem aus. Das war kurz oder mittlere oder lange? Das waren rote Würfel, die... Auf lange Reichweite fliegen. Ja, wow, ganz toll. Ich steh einen weg. Yay! Wenigstens die Hard Cells bleiben mir schwierig. Toll. Ja, du musst ja fliegen. Mhm. Ich bin dafür, dass er jetzt Gas gibt und da reinfliegt. Da bin ich gegen. Fuck.
ich weiß, wie das Spiel ausgeht. Es kommt jetzt nur noch ein Zug. Der hier hinten. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Der gibt seinen Navigieren-Token aus, auf dem er den ganzen Tag sitzt. Und Bremse oder was? Oder Gas? Ah ne, der war schon aktiviert, oder? Der? Nein, du hast den zuerst aktiviert. Ja, und der wirft einen Anker raus. Hm? Ja, ich glaube, das war jetzt ungünstig. Ja, das Rädelchen ist halt drauf, ne? Ja. Dann zwei Schaden auf eine beliebige Höhlensektion. Oh, dann nehmen wir einen hier. Und einen auf die Hölle. Ja, mein Gott, hat er noch 2 Höhlenpunkte. Komm. Dann nimmt er wie ein Mann. Staffelphase. Jo. Hab ich. Ja, nee, warte, das ist bescheuert. So, hab ich. Letzter Zug. Dann planen wir nochmal ordentlich, ne? So. Das und der letzte. Das ist vollkommen wurscht. Ich schieß dir jetzt den an. Das will ich sehen. Voll konzentrieren. Ja. Auf die Front. Ja. 3 rote plus den. Plus Feuer konzentrieren. Alter. Das sind 5 mit dem Creed. Das halbiere ich. Das lenke ich um. Also wie geht's auf 3, geht's wieder auf 2, weil Obi-Wan, ne? Ja, und dann schieße ich auch noch zurück. Ja, kann ich machen. Ist vollkommen wurscht, wo du hinlenkst, ich mach mal vorne und Seite, kriegst den Crit halt auch nicht. Ne, und 2 rote gehen, kommen zurück. Crit! Ausgewichen. Geil! Das Problem ist eher, dass ich jetzt, glaube ich, na doch, so kann ich fliegen, ohne nochmal aufs Hindernis zu dengeln. Zack. Aber ich könnte es mir vielleicht noch abschießen. Du hast ja. Ich aktiviere erstmal den da ganz hinten. Der reparieren Befehl, es ist vollkommen egal, der fliegt 3 geradeaus und ne? Schwupp. Hey, ich habe hier einen Reparaturbefehl, ich repariere die Schadenskarte. Cool. Zack. Und dann fliegt der irgendwie so. Hauptsache nicht vom Spielfeld. So, der Große hat einen Reparierbefehl. Ich repariere noch eine Schadenskarte und. Ne? Ja, du kannst mir den vielleicht. Also, der darf vorne. Auf vorne. Ja, bin ich tatsächlich knapp reingerutscht. Ja. Ganz knapp. Ja, ist Range 3. Dann schießt der vorne auf vorne. 3 rote. 2 Treffer. Ich weiche aus. Cool. Seite auf Seite. Ist obstructed. 1 Treffer. Ist egal. Reicht nicht. Ja. Der wird jetzt dann umlenken. Irgendwo hinten, ja. Ja. Und das war's. Mehr. Ja. Mehr passiert nicht mehr. Oder hat der hier eine Reichweite? Nein. So, mehr passiert dieses Spiel nicht. Fertig! Ja, ja, jetzt müssten wir Punkte auszählen, aber ich glaube, das ist Sieg nach Punkten für mich. Weil ich habe eine Staffel verloren. Nee, du hast nur geschafft, du hast ein halbes großes Schiff verloren, aber ich habe ein ganzes großes Schiff verloren. Ich habe zwei halbe Schiffe verloren. Stimmt, aber ist hinfällig. Du hast halt meinen großen quasi geone-shottet. Also, groß. Aber den bin ich falsch geflogen. Ich bin zu schnell geflogen in der Mitte. Ich hätte einfach gucken müssen, dass ich dem Großen von dir ausweiche, statt von Talan zu fliegen. Ja. Aber naja. Ja, dann bist mal Armada Edition 1.5, ne? Ja. So ein bisschen, ne? Also ich muss gestehen, das neue Kartenformat gefällt mir sehr gut. Es ist nicht mehr so fummelig mit diesen großen Karten. Das lässt sich deutlich besser verstauen. Ja, ansonsten ist es das gute alte Armada, ne? Ja, ich finde die neue Mechanik ganz cool, dass du jetzt Karten nur unter bestimmten Bedingungen wieder aufladen kannst, wenn du Tokens hast oder auch Tokens über die Karten natürlich bekommst du auf einem bestimmten Wege, also dass die mit Sachen starten. Sind schon coole neue Elemente drin und ja, ich denke mal, wenn wir die richtig großen Spiele spielen, also die volle Punktzahl, dann wird es auch ein bisschen, ja, ein bisschen spannender. Ja, wenn irgendwann mal der Venator wieder zu haben ist, dann
kann man den auch mal aufstellen. Ja, darauf warten wir mal. So war die Götter wollen. Ja, aber insofern, danke dir fürs coole Spiel. Ja, auf jeden Fall. Und danke euch fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Spiel. Bis zum nächsten Mal, ja.